Moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zum FIFA 22 Karrieremodus mit Dynamo Dresden. Heute gegen FSV Mainz 05. Wir sind auf Platz 16, aber guck mal über uns, ey. Borussia Dortmund steht auch gerade nicht viel besser da. Und wir haben im letzten Part erstmal gezeigt, Liverpool gezeigt, wo der Hammer hängt, ey. Das war ja mal der absolute Wahnsinn, dieses 5:1. Das sollte man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Schau mal rein für Akotopas, Schallenberg, stark, nein, das bringt nichts. Was machen wir denn da? Vielleicht lassen wir mal den Mörsche spielen. Ich denke nicht, dass der gut drauf ist dafür, aber wir haben keine andere Wahl, denn wir brauchen ein bisschen Pausen. Ich glaube, der nächste Gegner ist nämlich Bayern München, soweit ich das weiß. Und ja, das könnte natürlich ein harter Brocken werden, oder es wird ein harter Brocken sein, den man vielleicht nicht bezwingen kann. Barreiro Martins, Position Mittelfeld, einfach mal krass drauf, der Junge, der macht einfach die Dinger rein wie einst da ferner. Oh, unfassbar krass, der Junge, ehrlich. Und Liverpool, 5:1, also das kannst du doch keiner erzählen, ey. Spieltag 7 und wir sind nicht zufrieden, was die Liga angeht, aber wir sind zufrieden in der Champions League, in der Königsklasse. Oh ja, yeah, die Königsklasse, Barreiro, unser neuer Held. Jeder feiert ihn, er wird zu einem Topspieler aufsteigen diese Saison, das merkt man komplett. So, da Ferner ist natürlich letzte Saison schon Überflieger gewesen, hoffen wir es doch. Hoffen wir doch mal, dass er weiter an sich arbeitet und nicht nur eine Ausnahmesaison hat. Ich meine, mit mehreren Turnieren vertreten in der Dings, wie heißt das, in der Saison ist das natürlich auch schwierig, sein Fitnesslevel zu halten. Und dann hast du natürlich auch dementsprechend weniger Leistung, aber das ist der Grad, an dem man sich messen muss als ein Top. Stürmer. So, ciao, ist da Elas Bauer Becker, Merschel Becker, Schröter Barreiro, Thielmann da Ferner. Bam. Und was haben wir da? Damen und Herren, Roussillon, Garces, Lijay Sung. Ach du Schande. Oh nein, ey. Mainz ist so eine Mannschaft, die ist immer unangenehm irgendwie. Keine Ahnung. Gegen die gewinne ich auch nie. Kilian, 5er Abwehrkette, also komm schon. Wohlheimische Kulisse, die feiern uns natürlich übertrieben, weil wir haben ja Liverpool, ich wiederhole, Liverpool 5:1 geschlagen. Das sollte man sich nochmal reinziehen, falls man es nicht gesehen hat. Aua, Becker einfach mal weggefetzt, ey, geil ist das nicht. Diese KI ist so unfassbar aggro, ne? Ich weiß nicht warum, aber... Okay, da konnte sich da Ferner nicht durchsetzen. Und jetzt vielleicht, mit einem krüppeligen Schuss. Kein Problem, aber das gibt erstmal Gelb für Roussillon, denn der hat... Warum laufen die immer so komisch rückwärts? Das sieht so unlogisch aus, aber geil. Der hat, ach ja genau, der hat ja einfach Akku... nee. Ciao. Daran muss ich mich gewöhnen. Komplett umgesetzt. Oh, Schröter, was macht er? Ciao, oh, ciao. Okay, kein schönes Ding. Schröter, da ist Barreiro. Schicken wir da Ferner, oder? Nein, schicken wir nicht. Schön nach außen. Schröter. Nochmal, so, da ist der Ball. Oh mein Gott, Merschel. Einfach mal vom Weiten, aber das hat nichts gebracht. Wieder nach außen, Thielmann. Oh mein Gott, der neue Becker. Der Außenverteidiger Becker. Sorry, nicht der neue. Neu ist er nicht. Da ist Barreiro. Da ist der Ball. Schröter. Der Roussillon greift ein und es gibt Eckball für Dynamo Dresden. Mal sehen. Ecke Barreiro. Und an. Ach, da kommt der Torwart dran. Schade. Damen und Herren, ich habe einen Trick für Sie. Ich halte einfach den Ball, ohne dass ich viel machen muss. Burkhardt, ein ganz gefährlicher Junge. Burkhardt läuft über außen. Schneller als ein Harry Kane. Schneller als ein Harry Kane. Was haben wir da? Lee Jae Sung. Oh mein Gott, er steht da völlig frei im Strafraum. Das kannst du doch nicht machen. Lee Jae Sung.
Ja, natürlich. Ach Mann, Alter. Ich hasse dieses Spiel dafür so sehr. So ein beschissenes Gegentor mal wieder. Die kontern da. Setzen sich da einfach durch, weil du kannst nichts machen. So. Guck es euch doch an, Mann. Er passt den da an. Er kriegt eigentlich den Ball, aber der kriegt den perfekt vor die Füße so bei seinem Zweikampf und dann steht es 1-0. Ich hasse dieses Spiel für so eine Unlogik. Geiler Pass, Schröter. Aber das ist doch einfach dumm. Das ist doch so unrealistisch, Mann. Und eigentlich auch mega unfair. Ciao. Schön. Schön von da ferner. Schön von Barrero. Aber der Ball kommt leider nicht an. Auch wenn er der Mann der Stunde sein soll. Mainz durch die Mitte. Natürlich sehr aufgeweckt durch dieses 1-0, was kompletter Scheiß wieder war. Aber wir kennen das ja nicht anders. Oh Mann, ey, schnell. Das war doch kein Abseits. Es war doch kein Abseits. Mann, ey. Aha. Was macht denn der da? Schön, Becker. Nochmal. Ah, Schröter kriegt den Ball nicht richtig an den Mann. Lee Sung, Roussillon. Jetzt Mainz irgendwie ein bisschen aufgedreht. Ah, Mainz jetzt nicht mehr so gut. Ach, meine Fresse, Alter. Die sind aber auch einfach nicht gut zu steuern. Es ist ein nerviges Desaster. Komm. Wie soll man nicht so viel grätschen, Alter? Was soll denn sowas? Da ferner. Und einfach. Barrero kommt da nicht durch. Der Ball war auch nicht gut gespielt. Aber, ach Mensch, ey. Und dann wechselt er den falschen Spieler an, meines Erachtens nach. Aber gut. Ciao. Barrero kommt nicht ran. Also da habe ich keine Chance. Ich kann nichts machen. Es ist einfach vorbei. Und runter mit dem Ball. Aber der Ball war schlecht. Der Pass war schlecht. Barrero mit einer sehr miserablen Leistung heute. Die ganze Mannschaft kann nichts gegen diese Mainzer Verteidigung ausrichten. Die Mainzer lassen keinen Raum nach ihrem 1-0. Spielen sie auch sehr aufgeweckt. Unfassbar. Becker. Barrero. Schön. Ja, Becker, lauf doch einfach. Wie wär's damit? Ich weiß, das sah so aus, wie er stand im Weg und so. Aber voll dumm. Ich kann nichts machen, Alter. Ich kann einfach nichts machen. Und diese Bälle kommen einfach nicht mehr an, weil die Scheiße spielen. Habt ihr gesehen, wie scheiße der gespielt war? So, jetzt reicht's aber. Diese Bälle werden einfach nur noch kacke gespielt. Und schon habe ich keine Chance mehr. Das ist nicht gut. Schöner Zweikampf vom Becker. Wunderbar. Schön, da ist Becker. Ja, und einfach rein doch mit diesen Scheißball, Mann. Beide abgeblockt, das gibt's doch nicht. Beide Schüsse abgeblockt. Ich kotze in die Schüssel. Einfach mal den Zweikampf gewinnen. Vecino, California. Ich hab's gemerkt, aber da in der Mitte und dann ist der Ball. Also, Broll ist so ein Fliegenfänger. Es ist unfassbar. Ja, an sich schön rausgespielt, aber das ist doch gar nicht schön, Mann. Was ist das denn? Du kannst nicht richtig reagieren und der Torwart hält dann nicht. Was will ich da machen? Ganz im Ernst. Was will ich da machen? Du kannst dann nur wie eine dumme Gurke rumgurken und Broll hält diesen Ball nicht. Das ist einfach scheiße. Das ist so scheiße. Das ist so ein richtiger Nichtsgönner-Scheiß, ehrlich. Schön, Barrero. So ein Nichtsgönner-Scheißspiel. Jetzt kann ich die natürlich gar nicht mehr steuern, Alter. Ja, fick die Henne. Schön, Schröter. Setz dich da mal durch. Was willst du machen? Das ist einfach zu voll hier, die Scheiße. Da, außen, schön. Und ich komme da nirgendwo durch. Ich komme einfach nicht durch. Das kann ich vergessen gegen Mainz. Einfach. Ah, ah.
da kommt da Ferner nirgendwo durch mit seinem Schuss. Zweimal abgeblockt. Also diese, das ist so ein Blödsinn. Guck mal, wie schön wir die Zweikämpfe gewinnen können. Aber wir kommen einfach nicht zum Ertrag, weil Broll fängt sich die Gegentore wie Corona ein, ey. Boah, schön. Mörschel, sauber. Sauber reagiert. Thielmann, Alter. Was ist eigentlich mit dir, Mann? Halt die Schnauze, Spiel. Das kannst du doch einfach nicht. Also, das ist mir echt. Ein 5:0 gegen Liverpool. Oh ja, oh geil. So wollte ich den bestimmt spielen. Oh, dieses Spiel versteht mich nicht. Oder es versteht mich mit Absicht mal wieder nicht. Was für desaströse Pässe, Mann. Das ist nicht zu fassen, ehrlich. So, Barrero. Jetzt reicht's. Ach komm. Ey, dieser Laufwege stimmen aber auch jetzt wieder nicht mehr. Das ist so ein Müll, Alter. Die bewegen sich schon wieder nur Kacke. Die wollen das nicht. Das ist einfach. Dieses FIFA-Spiel ist einfach zum. Das ist einfach zum Kotzen. Das wirklich. Das regt einen nur noch auf. Das tut einfach so, dass du keine Chance hast. Das macht es einfach. Wie willst du mir das sonst erklären, dass Broll einfach nichts hält? Wie ein Vollidiot. Scheiße, Mann. Keine Ahnung, ich glaube, danach war gut Pause. Ich weiß es nicht. Ist nicht so schlimm. So, zweite Hälfte. Irgendwie erinnere ich mich da noch dran. Zweite Hälfte. Kann Dresden noch mal irgendwas gegen Mainz 05 ausrichten? Oder ihnen nur die Glückwünsche ausrichten? Das kann natürlich möglich sein. Roussillon setzt sich durch über außen. Über außen, da tippelt er. Meine Fresse, es ist einfach nicht steuerbar. Ich verstehe das nicht. Wieso macht das Spiel das mit einem? Das ist so abartig einfach. Nicht steuerbar. Schön, da ist Thielmann. Komm schon, Thielmann. Ah, schade, gesehen habe ich ihn, aber ankommen tut er nicht. Nette Flanke, aber gut aufgepasst von Lee Jae-sung. Jetzt kontert Mainz, aber richtig, Mateta. Die Leute sagen, er war Mateta. Aber es konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Tja. Jo. Ach. Man kann halt nicht schnell genug reagieren mit den Spielern. Es ist einfach so. Es ist einfach eine Bullshit-Scheiße, ehrlich. Es ist so ein Scheißspiel. Da könnte ich mich totärgern, ehrlich. Ah! Das geht dann natürlich viel zu einfach, wenn die so wendig sind. Ich kann meine Spieler nicht ordentlich bewegen, Alter. Und der steht halt auch frei. Der andere deckt da überhaupt nichts. Der macht nichts. Die spielen scheiße. Die laufen nicht, die machen nicht. Die sind einfach Kackgesicht. Ey. Kannst du mir doch nicht erzählen schon wieder. Müll, Drecks, Kackspiel. Ja, von hinten den Ball weggenommen. So schlecht muss man erstmal sein. Hasse dieses Spiel gerade, ehrlich. Das ist so ein programmierter Haufen Müll. Ja, ich muss nicht auf Legende spielen, bla bla bla. Aber wenn es wirklich heißt, eine Schwierigkeit wirklich schwieriger zu machen, indem einfach unfaire Sachen passieren, finde ich das irgendwie nicht richtig, Mann. Das kann ich einfach nur wiederholen. Ah, das war mein Fehler. Aber ich habe eigentlich gedacht, ich kann direkt auch antäuschen. Aber gut, 3-0, das werden wir nicht mehr gewinnen. Das können wir gar nicht mehr gewinnen. Dieses Spiel mit seinen dummen Phasen, Alter, ehrlich. Dann gewinnst du nichts und dann klappt wieder alles und dann sowas. Mainz 05 macht das mit uns, was wir vorher mit Liverpool gemacht haben. Geil! Das ist so logisch. Das ist einfach nur logisch. Einfach nur logisch, dass sie alles machen können, was sie wollen. Ich hasse dieses Spiel dafür, ehrlich.
Das kannst du doch so nicht verkaufen. Das ist so ein Scheiß, so ein Müll, ehrlich. Ja, jetzt braucht eh keiner mehr tun, als wenn er noch was leisten will. Schön Thielmann, Alter. Setz dich durch wie ein Toasty, ey. Aber da habe ich nichts von. Ja? Und? Ja, kein Schuss, der durchgeht. Ja, vielleicht einer. Und? Oh, ja, da fährt er. Einfach ein Verrückzieher. 4:1, aber ja. Geil. Weiß nicht, was ich davon, ob ich mich darüber freuen soll. Da Ferner tut's auf jeden Fall, aber ich... Ich weiß auch nicht. Schöner Verrückzieher, aber ja. Das war so ein typischer da Ferner. Aber jeder Schuss wird geblockt, kann's nichts machen. Und Tor war zu blöd rauszukommen. Da Ferner nutzt mal wieder die Chance. Ich würde ja sagen, das wäre vielleicht sogar... gefährliches Spiel, hohes Bein, so, aber na gut, warum denn nicht? Einen schönen Abschluss haben wir denn heute wenigstens noch. Geil. Und wir geben natürlich niemals auf. Wir könnten natürlich ja noch gewinnen, ne? Burkhardt. Ich muss auch sagen, ich verstehe das ja, ja, damit man so diese ganzen Spieler behält und so, aber dass die auch so schnell müde sind, das verstehe ich aber auch nicht. Einfach rein. Ja, das lässt der Ferner sich nicht nehmen. 4:2. Was ist hier los, Mann? 65 Minuten gespielt. Und der Ferner macht einfach mal den zweiten Treffer, weil Mainz einfach sich denkt, ach ja, das hasse ich an FIFA. Es ist so dumm. Wieso machen die auf einmal so krass auf? Sind die denn einfach nur scheiße oder was? Meine Fresse. Geiles Ding. Jetzt ist Mainz anscheinend nervös. Thielmann. Jetzt ist auf einmal ein bisschen Platz da. Und da Ferner scheint auch laufen zu wollen. Das ist ja nicht zu fassen. Abseits? Feuerwehr? Becker? Becker im Abseits. Das kann doch nicht sein. So, Brosinski. Ich spüre, da könnte noch was gehen, aber... Oh, Mittelstädt. Fragen wir uns, wann Maximilian Hauptstädt mal kommt. Und durch den Ball. Und da will er nicht laufen. Schade, der Ball hätte so gut durchgehen können. Hat er nur keinen Bock gehabt. Der Schröter. Setzt zum Sprint an. Schöner langer Ball rüber für die Mainzer. Könnte da Brosinski, ein filigraner Techniker. Thielmann, ein filigraner Spieler. Ah, da ist ein Königsdörfer, ein filigraner Sich-Durchsetzer, der nicht reinmacht. Schade. Beinahe wäre es 4:3 gewesen. Ah, schön Elas, der kämpft einfach mit Haut und Haar. Schön. Wen haben wir da? Merschel. Ah, da ist doch. Wer ist das? Becker. Der Checker vom Becker, Mann. Was machen wir? Einfach den eigenen Spieler anschießen, weil der einfach im Weg steht. Geil. Also ein Unentschieden wäre schon krass gewesen. Okay, da habe ich jetzt echt die Lücke aufgemacht. Mainz. Deins, keins. Was macht Mainz noch? Sehen auch müde aus. Aber die Dresdner sind genauso müde. Die versuchen es mit einem Kraftakt. Schön. Einfach durch. Da ist er. Einfach durch. Da ist er. Einfach. Thielmann, der niemals treffen kann. Aber wow, was für eine Tat des Verteidigers. Also das Spiel ist gegessen eigentlich. Aber wir versuchen es weiter. Ach, da Ferner. Einfach den Ball da nehmen, ey. Warum nicht? Don't be konservativ. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Er nimmt sich den Ball nicht. Mainz setzt sich durch. Er nimmt den Ball wieder mal nicht. Warum auch immer. Mittelstädt läuft jetzt aus. Weiß selber nicht warum. Kriegt erstmal eine gelbe Karte, der Brosinski. Der Bro macht einfach gelb. Und uns nicht froh. 4:2, Alter. Keine Ahnung, was das noch werden soll. Das ist ein Scheißspiel. Aber hier wird nichts mehr passieren. Da bin ich mir sicher, leider. Leider bin ich mir da sicher. Dafür haben wir diese Chancen vorher schon nicht genutzt hier gerade. So. Becker.
Eine Maschine, dieser Junge. Dieser Junge, Maschine. Aber Tiermann, also ganz im Ernst, Mann, da muss man auch sich richtig positionieren. Und das ist bei einer 5er Abwehrkette natürlich nicht so einfach gegeben, ne? Und einfach, was, abseits? Nein, warum denn? Absolutes Abseits, was, warum? Ach Mann, das ist schade, wir hätten ins echt ein bisschen zurückkämpfen können. Wie eins gegen... Da Ferner. Wie eins gegen Da Ferner, ja. Einfach in der Mitte. Ach ja, steh doch im Weg, du Sack! Ach komm, Alter, ne. Da ist Burkhardt. Oh mein Gott, das könnte es werden! Oh mein Gott, 88 Minuten rum. Komm schon. Verdammte Scheiße. Er hat einfach schon gestoppt. Gelegt, der Schröter, aber völlig... Völlig, wie heißt das? Legitim leider. Scheiße. Was machen wir denn da? Schöner Flankenball rüber, Mittelstädt. Und dann ist das Spiel vorbei. Ja, wir haben es dann nicht mehr gekriegt. So, diese scheiß 5er Abwehrkette, diese scheiß Gegentore, die wir gekriegt haben. Also, davon waren 3 unnötig. Wenn Broll einfach ordentlich gehalten hätte, dann hätten wir auch das Spiel gewonnen. Aber naja. Naja, was heißt gewonnen? Verdient hätten wir es auch nicht, aber ein Unentschieden vielleicht. Das hätten wir uns vielleicht noch verdienen können. Nein, wir hätten das nicht verdienen können, weil wir einfach scheiße waren. Scheiße! Das hätte noch Schlag auf Schlag gehen sollen, aber nein. Die wollten es ja lieber nicht. Ah, da war der Ferner mit seinem ersten komischen Schuss nicht gut gemacht. Überfreut und faltet weg. Was macht der Verteidiger? Denkt sich so, alles Zeitlupe hier, was ist hier los? Bruder, hilf mal. Ja, und dann das, unnötig. Das war ein unnötiges Gegentor. Gut geschossen, ne? Guter Abschluss, aber das war ein unnötiges Gegentor, schon in Form von Zweikampf. Alter, kann ich mir das nochmal, wir wollen uns das nochmal angucken. Wir analysieren das nochmal. Natürlich dann das. Schön gespielt, aber dann hätte Broll den halten müssen, weil der Schuss einfach nicht gut war. Es war an sich relativ schön gespielt, ne? Aber du hast auch zu langsame Spieler und dann wirst du noch bestraft, dass dein Torwart auch scheiße ist. Das ist so gemein, ehrlich, das ist wirklich fies, Alter. Emmanuel Ugarte, Ugarte, zack, Mitte, der steht da einfach frei, zieht ab, auch wenn ich das mega unlogisch finde, wie der da abgezogen hat, ne? Er guckt nicht mal so richtig, er zieht aber durch, ja, passt schon. Aber da wird auch in der Verteidigung nicht aufgepasst. Aber da sage ich jetzt, das ist das Gegentor. Da wurde doch Broll auch angeschossen, oder nicht? Alter, komm, Alter, warte. Broll wurde doch auch direkt angeschossen, einfach. Okay, da kann man aber auch vielleicht nichts machen. Da kann man sagen, das kann man... Der kann reingehen, ja. Das ist in Ordnung, ne? Da haben wir noch Jean-Paul Boetius. Setzt sich da komplett durch. Abgefälscht, kommt noch so eine Scheiße. Also, das würde bei mir nie passieren. Der Ball würde direkt zum Gegner fliegen. Das ist so ein Müll einfach. So schlecht geschossen. So schlecht abgewehrt und unhaltbar abgefälscht. Der Treffer, der kann passieren. Der davor kann passieren. 2 Tore. Wir haben 2 Tore gemacht. Da Ferner mal wieder. Zack, da haben wir einfach die Brechstange versucht auszupacken. Dreifach Schuss von... Königsdörfer, Torwart kommt wie ein Vollidiot raus. Denkt sich, oh, den kriege ich. Weil der wird da schon nicht mit Kopf hingehen. Aber Da Ferner zeigt, dass er lieber Fallrückzieher macht in dem Fall. Ich würde sagen, das war schon gefährlich mit dem hohen Bein. Aber Tor ist Tor und Fallrückzieher ist Fallrückzieher, ne? Zack, da war dann alles frei. Und Da Ferner hat einfach riesen Lücken. Schießt dann natürlich rein. Das lässt er sich natürlich nicht nehmen. 1 gegen 1 gegen den Torwart. Da ist er schon in der Lage, den natürlich auch zu verwandeln. Und dann haben wir nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Und dann war es das halt einfach. Dann haben wir halt verloren. Was sollen wir machen?
unfassbarer Betrug, aber darüber regen wir uns beim nächsten Spiel wieder auf. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff. Ach, halt die Schnauze. Was für Kader, Alter. Ich motiviert ihn das. Der unglückliche Junge soll aber unglücklich bleiben. Wir müssen lernen. Wir müssen lernen. Was ist schiefgelaufen? Bin ich sicher, Mann. Keine Ahnung. FIFA gönnt nicht. Also deswegen, ne? Wir sind mit positiven Einstellungen ins Spiel gegangen, wurden aber doch mit negativen Einstellungen unseres Torwarts überrascht, zum Beispiel. Ach ja. Aber hätte, wollte, würde, wenn. Kein Sieg. Wir können dadurch nur flennen. Dortmund gegen siegreich gegen Rivalen. Ist Schalke da oder was? Da Ferner 6 Tore. Der hat sich wieder nach oben gekämpft, aber. Gegen Bayern München. Das nächste Spiel ist gegen Bayern München, meine Freunde. Was machen wir da? Schröter, George, Schröter rein, Diawosi, Schröter, jetzt sind alle wieder fit. Scheinberg angeblich nicht gut drauf, dabei finde ich, der macht recht gute Spiele eigentlich. Achso, das ist diese Bissigkeit oder was? Ach man, diese Moralkacke geht mir auf den Sack, man will das einfach nur spielen und kriegt einfach immer einen auf den Sack mit allen möglichen Scheiß, das ist in Ordnung. Dann halt nicht, aber unsere Mannschaft sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich, ne? Bauer, der 74 schon, ja, warum denn nicht? Das nächste Mal gegen Bayern geht es halt auch wieder um viel und danach haben wir ja auch noch auf Spielplan Neapel? Fragezeichen. Ja, Mann, Alter, was für Pokal. Dann haben wir auch noch DFB-Pokal, ey. Oh mein Gott, diese scheiß DFB-Pokal juckt mich halt eigentlich null, aber was soll's. Bayern auswärts, dann heim gegen Neapel. Dann haben wir 3 Spieltage noch vor uns. Und boah, Alter. DFB-Pokal versuche ich wieder mit irgendwelchen Auswechselspielern zu spielen. Es ist einfach so. Ja, aber egal. Diese Niederlage werden wir jetzt einfach verdauen. Und dann hoffen wir, dass wir gegen Bayern das nächste Mal viel besser spielen. Also schaltet das nächste Mal wieder ein und auf Wiederspiel.